Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Hoffentlich fliegen wir das Spiel diesmal nicht um die Ohren nach der Nummer, die wir letztens erlebt haben. Ihr seid... Ja, der Turm wurde eingenommen. Der Typ war pissig, weil wir Hunde hier haben. Ich glaube, das ist ganz normal beim... Ich glaube, das ist ganz normal beim menschlichen Krieger, dass er den Hund einfach wieder bekommt für den Turm. Und der Magier hat leider überhaupt keine Heilfähigkeiten drin oder irgendwas. Und wir probieren es trotzdem nochmal. Ihm kurz mal was einzuflößen. Ich habe die Flasche doch noch dabei, oder? Da. Gib dir den. Ja. Das hat funktioniert. Gut, dann lag es wirklich daran, dass das Spiel einfach selbst gerne mal abschmieren wollte. Das passiert schon mal. Wir prügeln einfach nicht mit Klugheit. Magie und Willenskraft hoch. Versuchen wir erstmal so auf einer Stufe ungefähr zu haben. Vielleicht das auch. Ich glaube, wir können noch nicht sowieso nicht so viel herstellen. Also erstmal hier die Kampftaktiken. Das hätten wir gerne. Das hätten wir gerne, das hätten wir gerne. 28 Magie, das brauchen wir nicht zwangsläufig. Wie viele Punkte haben wir noch? 4. Der Kältekegel bräuchte 25. Der wäre aber eigentlich ganz wichtig. Um Leute, um Gegner einzufrieren. Ein Geistschlag ist vielleicht nicht schlecht. 25 Magie für das Siegel des Rückstoßes. Damit könnten wir nämlich theoretisch ein paar lustige Dinge tun. 28, ja, da haben wir viel zu wenig Magie hier. So. Brauchen wir Kältewaffen überhaupt? Die Steinfaust wollte ich eigentlich theoretisch gerne benutzen, um hier die Zerschmetter-Kombo durchzuführen. Der Blitz für mehr Schaden, oder? Brauchen wir die Regeneration überhaupt? Kurzzeitig deutlich beschleunigt. Das ist nicht so lohnenswert. Du nutzt das lieber für was anderes. Helden auf der Angriff. Eines Verbündeten, die Aura. Die Auren sind vielleicht nicht schlecht. Die wandelnde Bombe wäre theoretisch ganz lustig. Setzen wir Leute unter Blitze und geben wir noch den arkanen Bolzen. So, das müsste dann ungefähr so passen. Können wir uns was herstellen? Ein Wutumschlag. Und ein paar Mabari-Kekse. Komm, stellen wir mal einfach kurz mal alle her. Ah, Boss verbessert. Okay, das war nicht so ganz intelligent. Aber wir kriegen bestimmt noch genug Gelegenheit. Für Hundi können wir kurz mal die Kekse reinsetzen. Denn bei Hundi geben die dann dementsprechend Gesundheit zurück. Dem Magier können wir... Ja, tu dies und tu das. Das hier reingeben und den Lyriumtrank, auch wenn wir nicht vorhaben, den zu verwenden. Und... wird schon passen. Den müssen wir nicht weiter ausstatten. Gut. Wir wollten in den Turm von Ishal gehen. Und haben festgestellt, da brennt jetzt die Welt. Also gehen wir jetzt rein. Den geht's nicht so gut. Magier! Den da. Den kannst du gerade erreichen. Rette ihn. Der da hinten ist leider tot. Okay, der ist auch gestorben. Das war eine Verschwendung eines Halszaubers. Da macht man nichts. Bogenschützen müssen ruhig gestellt werden. Und jetzt mal bitte den Zwerfenstreich. Alles schon eine Frage der Positionierung. Können wir uns kurz mal heilen lassen. Ich verfolge die Philosophie bei meinen Magiern. Jeder Magier muss mindestens einen Halshaber drauf haben. Das spart ganz gut Wundumschläge. Lass das. Ich weiß auch nicht, warum das... Bärmo hat auch das Problem, dass das Spiel mal irgendwie gerne mal abstürzt. Aus purer Willkür. Erstmal verprügeln. Gut. Dunkle Brut ist also in den Turm eingebrochen, durch irgendwelche unteren Tunnel.
Dann gab es also tatsächlich diese unteren Tunnel, die erwähnt wurden. Genau Gib so das wird her. es geschehen. Das sind noch Fässer und Kisten und all so ein Kram. Und natürlich werden wir alles mitnehmen, was wir in die Finger kriegen. Aber selbstverständlich. Oh, ein Lyriumtrank. Holzkiste, komm her. Wie ihr wünscht. Eine Flammenrune und ein Haufen Pfeil des Drecks. Interessant. Genau so wird es geschehen. Diese Vorräte können uns möglicherweise ganz gut helfen. Kommen wir durch oder? Nope. Werden sie noch mehr Kisten? Wir brauchen halt alles, wenn wir uns gleich in der dunklen Bruder durch den Turm prügeln wollen. Aber selbstverständlich. Dolch, Bogen, Speicherstand. Ah, die sind tot. Die waren nicht erreichbar für uns. So, Magier des Zirkels, komm mal her und spiel mal ein bisschen mit uns. Setz sie unter Strom. Das ist schön. Ne, Sekunde, den da oben. Pass mal auf. Erwischst du den? Wieso nicht? Ey. Lass den Magier in Frieden. Okay, Magier, pass auf. Diesen Genlock. Einfrieren. Du Wichsspiel! Warum stößt das Spiel ab? Was hat es gegen mich? Was hat Drang? Ich glaube, ich würde vermuten, dass es ein Mods liegt und sich bei Bärmer auch andauernd abstürzen würde. Ich beschuldige es nicht. Ich beschuldige es einfach dieses kuriose, dubiose Windows-Update, das immer alles zerfickt. Ja, schreibe ich nicht an. Laden. Da. Warum? Warum stürzt du ab, Spiel? So, vielleicht können wir diesmal einfach den retten. Den da. Du schaffst das, Magier. Ja, du sollst gerettet. Bereit. Bewegung. Das war kurzlebig. Genau so. So, da war der Zwei-Waffen-Streich gut gesetzt. Magier. Schön positionieren und eine kleine Blitzüberraschung rübergeben. Gut, kannst du den erwischen da oben? Nein. Ja, Hunde können die kurz mal ein bisschen betäuben. Ja? Dann machen die uns weniger Schaden. Und wenn die uns weniger Schaden machen, machen die uns keine Probleme. So, Magier, pass auf. Den da frisst du ein. Das hat funktioniert, aber der ist. Nee, der ist nicht eingefroren. Der ist einfach nur abgekühlt worden. So. Du kriegst ein paar Stiche ab. Die da unten machen das schon. Der Hörlock Alpha kommt zu uns. Das ist ungünstig. Positionieren wir so, dass es kein Flankenangriff wird. So, dann hier. Der Magier kann uns mal kurz eine Heilung mitgeben. Dann dem hier eine kleine Unterkühlung. Alles klar, kannst du direkt Steinfoss hinterher werfen? Gut. Das war zu spät, schade. Ah, dann gib hier noch den Arkanen Bolzen drauf und der prügelt einfach weiter. Ich bin so viele! Es ist schade um dein Gesicht! Yeah. Ey, lass den Magier in Frieden. Kopf ab! Den brauchst du nicht. Speichern. Merken wir uns einfach, Quicksave ist unser bester Freund im Spiel momentan. Weil das Spiel offensichtlich jetzt gerade
ich weiß nicht, absturzfreudig ist. Ich würde die Mods ja beschuldigen, die ich drauf habe, aber das Problem liegt ja nicht nur bei mir. Aber selbstverständlich. Eine Kettenrüstung. Alistair, was hast du für einen? Du hast eine Bänderrüstung, nicht wahr? Was auch immer das sein soll. Ah gut, die schützt genauso gut wie die Kettenrüstung. Man kann das immer so beibehalten. Gut, dann behalten wir es mal so bei und setzen fort. Ach, Truhen. Hätten wir einen Schurken, hätten wir natürlich weniger Probleme, aber wir haben natürlich keinen Schurken mehr. Nicht wahr? Nope. Ah, so viel Loot, der uns entgeht. Ein Jammer. In den Turm von Ishal. Wird es geschehen. Oh. Das sieht nicht glücklich aus. Wir die Verderbnis in kleinen Portionen bekämpfen. Das Gefühl habe ich auch. Ich mag den Spießrutenlauf nicht, den wir gerade müssen. Das war eine ganz schlechte Idee. Wenn das Teil anfängt zu brennen, dann sind wir gefickt. Alle Leute zurückziehen. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Hundi, damit meine ich auch dich. Beweg deinen Arsch. Alle Leute da hinten hin zurück. Hier so. Ich bin erfreut. Ein bisschen Deckung gehen, dann ziehen wir die Leute hier um die Ecke und kümmern uns dann so darum. Position halten, wer ist damit? Alistair. Hier nach vorne. Du hier nach vorne. Und hier nach vorne, Magier nach hinten. Alles läuft. Magier, gib mir mal kurz so einen Bolzen. Okay, jetzt können unsere drei Nahkämpfer einfach alles angreifen, was zu dieser Tür durchkommt. Nein, nicht da dran vorbeilaufen. Drauf da. Jetzt wir um die Ecke gehen. Kommt her! Ah, da kommen sie langsam nach. Jetzt kommt ihr hier rüber. Okay, jetzt könnt ihr einfach alle drauf rennen. So, gebt euch. Und die muss jetzt erstmal die Leute alle betäuben, die da sich zusammengesammelt haben. Da kann der Magier kurz mal die Leute unter Strom setzen. So, und Hundi geht aus dem Weg. Jetzt drauf da. Und hier kommt erstmal zwei Waffenstreich. Schön taktisch alles auseinandernehmen. So mit der Unruhe und dann hier drauf. Der Magier braucht, muss uns kurz mal eine Heilung rübergeben. Oh, die haben einen Genlock gesandten. Neues Ziel. Den verfickten Magier ausschalten. Drauf da, alle. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Was willst du denn da schon wieder? Widerstanden? Seit wann widersteht man sowas? So, schalte ihn mal kurz aus. Und jetzt kannst du eine Heilung hier rüber geben. Du wirst nämlich wahrscheinlich hier unten nicht angegriffen werden. Oh, hat geklappt. Dinge laufen, speichern. Prinzipiell sollte ohnehin immer nach jedem Kampf gespeichert werden. In jeder Situation. Der Hund bellt einfach glücklich. Aber leise. Gut, den ersten Stock haben wir. Da haben wir schon mal die Mitte geklärt. Diese Kiste ist abgeschlossen, natürlich. Und wir haben keinen Schurken dabei. Dieser Raum führt uns wohl nicht weiter. Wir gehen trotzdem da durch. Könnte es Kram geben, der uns vielleicht was bringt. Na komm, zum Angriff. Weitere dunkle
Ja gut, das kriegen wir platt. Das sind nur 4 Hurlocks. Wenn Hundi kurz mal ein bisschen rumkläfft, dann geht das. Nein, du zuerst. Oh, der Magier wird gerade flankiert. Und dann können wir euch hier mal kurz einen Blitzkegel geben. So. Alessa, das stört dich doch nicht, oder? Oh, jetzt gehen sie mal diesen Magier in den Kragen gehen. Nope. 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 Hundi, kannst du da kläffen? Nein. Und Alistair könnte ein bisschen Heilung brauchen. Alistair bedroht die Leute, ja. Was machen wir mit dem verfickten Magier gerade? Einmal kurz Alistair heilen, dann weiter rennen. New. Magier sind da taktisch gesehen eine der wichtigsten Sachen, die wir einsetzen können. Dementsprechend müssen wir die wie unseren Augapfel hüten und Alistair einfach unter Strom setzen. Opfer müssen erbracht werden. Oh fuck, das war eine scheiß Idee. Das hat Alistair kurz mal wegrationalisiert. Magier, Selbstheilung. Du machst mir kurz mal 2 Waffenstreich. In Ordnung. Hundi, kannst du kläffen? Hundi kann noch nicht kläffen. Oh, der Magier ist tot. Rundumschlag. Friss! Du nutzloser Haufen Abschaum. Fressen wir ein. Das kriegen wir easy hin. Das ist kein Problem. Da kann der Flankenangriff leider ganz ungünstig. Und 2. Dann hier. So, der braucht keinen Kopf. Verletzung. Gut, dass wir die Dinger eingekauft haben. Das darf nicht nochmal so passieren. Das lief nicht wie geplant. Aber gut, wir spielen auf schwer. Da kann sowas schon mal passieren. Wie ihr wünscht. Blitzkristall. Nein, gib das her. Genau so wird es geschehen. Speichern. Eine hölzerne Truhe. Mit einem Silberarmband. Das ist ein Geschenk. Mit zwergischen Runen. Und eine Verletzungsausrüstung ist hilfreich. Genau so wird es geschehen. Ah, so sind sie also hier reingekommen. Bogenschützen, das ist alles, was ich gerade sehen kann. Dann richtest du den Bogenschützen drauf. Ah, ja, da war natürlich noch so ein Flanken-Genlock. Ich bin erfreut. Aber die Bogenschützen sind zumindest jetzt schon mal ruhig gestellt. Dann rennt er hier in die Masse rein, kläfft ein bisschen. Der Magier erklärt dem mal ganz kurz, warum er nicht näher kommen darf. Und der da oben wird eben mal eingefroren. So, den kurz mal einfrieren. Und drauf da. Tschüss, Kopf! Ah, diese Exekutionen sind immer das Schönste. Ich habe keine Ahnung, unter welchen Kriterien diese Exekutionen passieren, aber sie passieren. Das war schon alles? Das war schon der ganze erste untere Stock? Okay. Dann direkt weiter. Beim Atem des Erbauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Ihr könnt ihnen sagen, dass sie am falschen Ort sind. Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Ich glaube auch. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Ja, das tut er. Und das machen wir auch, sobald wir gerade kurz mal ganz schnell die nächste Ammo-Folge rendern lassen.
Wo haben wir sie? Die 107 müsste das jetzt sein. Zeit ist aus, kurz einen Moment. Und hau die 107 bitte mal zum Export raus. Danke. Gut. Ha. Da hat wieder ein kleiner Timmy sein Zimmer nicht aufgeräumt, wie es aussieht. So. Hätte ich einen Truck. Das ist doch sowas von eine Falle. Ballisten. Klopf, klopf, wer hätte es gedacht? Klopf braucht er nicht. Dann macht Alice da kurz mal einen Prozess mit dem. In Ordnung. Das ist die Truhe, die wir nicht anfassen durften. Genau so wird es geschehen. Ein abgelegtes Buch. Aber selbstverständlich. Geschichte der Kirche, Kapitel 1. Schauen wir mal drüber. So, das geht dann runter bis die Völker. Dann ziehe ich runter bis die Völker. Und dann ziehe ich jetzt bis zum Rest runter. Hm. Ah. Position halten. Es scheint, als müssten wir die Verderbnis in kleinen Portionen bekämpfen. Nope. Wie ihr wünscht. Nope. 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 So, hört auf damit. Und jetzt wird einfach weiter geschossen. Ich bin erfreut. Magier. Nee, Hundi. Hundi bellt mal ganz kurz ein bisschen. Und da kommt hier kurz ein Zwei-Waffen-Streich. Räumt ein bisschen auf. Der Magier will wir eben nicht uns selbst wegblitzen. Ja, hier gibt er mal kurz ein bisschen Unruhe. Oh, der Magier sollte möglicherweise jetzt nicht getötet werden. Das wäre sehr ungünstig. Hier, frier mal ein bisschen. Ah ja, wir können gerade nicht speichern. Wir können auch kurz mal die Position halten, auf den Bogen umsatteln. Und anfangen zu schießen. Es geht los! Boah, präzise Schläge sind der Hammer offenbar. Weil wir viel mehr treffen. Das ist eigentlich, dann ist eigentlich Kriegerbogenschütze eine richtig gute Kombination. Treffen da richtig gut. Das gefällt mir schon besser. Ein zweiter Waffensatz schadet also offensichtlich nicht im Mindesten. Ein guter Bogen ist schon was wert. Hey, es ist soweit. Ah ja, die Zeiten, als ein Krieger noch Bögen verwenden konnte. Lass mal kurz mal hier durch. In diesen kleinen Fallengang. Ein eiserner Ring. Ich bin erfreut. Und ein schwaches Elixier der Erde. Und übrigens, du wirst alle wieder mitkommen. Das sind ja abgeschlossene Truhen, an die wir nicht dran dürfen. Speichern. So, nächster Raum. Ja. Na komm, einfach rein da. Direkt die Bogenschützen ruhig stellen. Hundi, bist du drin? Hundi kommt jetzt rein und kläfft einmal.
Der Magier, kannst du mal gleich versuchen, jemanden den da kurz mal zu frosten und danach zu zerschmettern? Ja, und jetzt schmettern. Hat nicht geklappt. Ich bin enttäuscht. Ach komm, wir geben ihm so einen Blitz. Oh, pariert. Das läuft gerade ganz gut. Wir schlachten uns eigentlich ganz gut durch, wenn wir von unserem einen Malheur da absehen. Ich bin erfreut. Wenn wir davon absehen, wie oft das überhaupt nicht geklappt hat, funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber selbstverständlich. Wisst ihr, diese ganzen Schlösser, wenn wir die geknackt hätten, wären wir jetzt schon eine Stufe aufgestiegen. Aber nein, das Spiel sagt nö. Ist nichts mit Schlösser knacken. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Hoffen wir es mal. So eine Lederrüstung. Ach, Lederrüstung. So unnachweisbar. Und auch nicht so praktisch, wie man denken möchte. Deswegen wahrscheinlich auch nicht so weit verbreitet. Genau so wird es geschehen. Und jetzt dürft ihr machen, was ihr wollt. Ah, gut. Hundi, da ist noch was im Bogenschützen. Kleff sie in Stücke. Magier, komm vorwärts. Setz sie alle unter Strom, so gut es geht. Also triffst du Hundi nicht. So. Wir haben offenbar schon unsere Fähigkeiten ja alle eingesetzt. Alistair, hämmer den mal ganz kurz in Stücke. So, hier drauf. Das könnte anders werden. Du da, überlegst du dir gleich nochmal, wirst unter Strom gesetzt. Lass das. Wirklich schade um dein Gesicht. Und Aufstieg. Seid ihr fertig? Ach, da ist noch ein Genlock drin, der noch erlebt. Ich bin erfreut. Ja gut, dann gehen wir gleich mal besuchen. Aber selbstverständlich. Bewegung, Bewegung. Genau so wird es geschehen. Verreckt! So ist es richtig. So, was ist drauf? Ein Streitkolben. Ein Spielstand. Ein Stufenaufstieg. Was wollen wir als nächstes hier? Oh, wir können theoretisch ein bisschen weiter manipulieren lernen. Das wird natürlich sofort gemacht. Manipulation muss immer hochgepusht werden. Wir hätten theoretisch die fortgeschrittene Kampfausbildung machen können, damit wir weiterkommen. Aber dazu kommen wir früher oder später sowieso. Drohen, verhöhen, Befreiung, perfekter Schlag. Klingt nach einem positiven Modus. Das ist auch praktisch. Da müssen wir halt am Bedrohen vorbei und am Verhöhen.